Heute ist endlich wieder soweit. Nach Ewigkeiten kommt endlich wieder das Duell der Giganten. Heute mit... Ja! Sascha! Ja! Wir haben gewartet. Wir sind wieder da. Sascha, wie geht's dir? Ja! Ich hab dich vermisst, Sascha! Heute drehen wir Umschreiben. Ich bin hinter der Kamera. Ich habe die Begriffe. Umschreiben geht folgendermaßen für alle, die es vergessen haben. Bundesligaspiele. 15:30 Uhr. Fußball. Und ihr müsst genau das Wort sagen, welches ich aufgeschrieben habe. Okay. Seid ihr bereit? Kannst du bitte gehen? Let's go! Ey, rede nicht mit mir. Sascha! Beim Autofahren passiert... Denkrad! Unfall! Beim Autofahren passiert es manchmal, dass man eigentlich... Airbag! Notbremse! Dass man eigentlich sieht. Man sieht eigentlich. Rückspiegel! Spiegel! Winkel! Ja! 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 Toter Winkel wegen dem Winkel, der tot ist. Weiterentwickelt habe ich mich in der Zeit, wo ich einfach, wo jetzt eine kleine Pause war. Ich habe ein paar Bücher gelesen. Vor allem auch Autobücher. Bücher sind immer gut. Der nächste Begriff ist einfach. Das haben Frauen. Tanga! Brust! 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 Ey! Brust! Füße! Zehennägel! Fingernägel! Haare! Hände! Haare! Puppel! Was ist denn los mit euch? Das haben Männer auch im Gesicht. Auge, Nase, Mund! Ja! Ich war Fahrrad, warte! Ich sag euch, wenn ich angekommen bin. Es kann nicht sein! Wenn man richtig Scheiße gebaut hat, Anzeige! Braucht man den Typ? Anwalt! Ärger! Ja! Ich bin einfach hyperintelligent, Alter. Das kann nicht sein. Das hat man im Geldbeutel. Und da kann Scheine! Was? Münzen! Münzen! Kleingeld! Kreditkarte! Ein Schein! Es ist ein bestimmter 500er! 100er! 50er! 20er! Euro! Ich hab nur 500 Euro, aber egal! Ich denk nur an die großen Scheine. Das ist eine Aktivität, die macht man unter anderem, aber selten, bei Kindergeburtstagen. Clown! Clown! Sackhüpfen! Nein! Ich denk falsch. Wo denk ich denn? Was denk ich denn? Hey Deutschland, ihr werdet Zeuge, wie der kleine Jens hier groß Geschichte schreibt. Mein Motto, es kommt aus dem Bauch wie Kacke. Das nächste ist eine Einnahmequelle. Bitcoins. Aber ohne Arbeit. Immobilien. Ohne Arbeiten. Betteln. Spenden. Wenn du keine Arbeit hast. Hartz IV. Da ist der Punkt. Hallo Knossi, liebe Grüße von Karin aus Köthen. Ich kann mich dafür bewerben. Aber Arbeitsstelle. Aber Ausbildung. Promi Big Brother. Wenn ich während der Schule bin, muss ich das machen oder? Praktikum. Es ist Praktikum. Ja. Alle Praktiken immer abgebrochen. Das nächste ist eine mathematische Formel. Multiplizieren, addieren, subtrahieren. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Das ist Pythagoras! Ja! Mathe 5! Heute erkläre ich euch, wie es funktioniert. Das Ganze wird sehr bald Jens widerfahren. Was? Weil Jens schon ein bisschen älter Auto. Ist. Was passiert, wenn man... Rollstuhl! Schönheits-OP! Rollstuhl! Man hat Falten! Warum hat man Moral? Warum man Moral hat? Das passiert bei Männern, die ein bisschen älter werden. Das ist ein ganz gängiger Begriff. Und ich will es nicht sagen. Es ist ein gängiger Begriff bei Männern, die älter werden. Schlaganfall! Der Begriff ins Deutsche übersetzt, es ist mitten im Leben passiert es bei Männern. Wenn die so 50 sind, sagt man, passiert es. Wechseljahre bei die Frauen. Die Menstruation! Die werden impotent. Es ist eine Krise. Midlife Crisis! Oh mein Gott! Schönheits-OP! Falten! Die werden impotent! Schlaganfall! Auto! Menstruation! Wechseljahre bei die Ding! Das ist der letzte Begriff, seid ihr bereit? Ja. Das steht gerne im Garten rum. Gartenzwerg! Es ist der verdammte kleine Gartenzwerg! Manchmal zeigt er auch den Stinkefinger. Und an der Stelle sind wir komplett raus! Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne Daumen nach oben. Ich noch einen Kuss da lassen. Bitte! Simon! Ich bin da! Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfrei Ehrenbruderbasis ein Abonnement da lassen. Checkt auf jeden Fall die Jungs ab, ich habe die unten verlinkt und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn's wieder heißt.